Eine Innenkugel von einer Pyramide ist eine Kugel, die die Pyramide innen in allen Flächen berührt, also in allen Seitenflächen und in der Bodenfläche. Sie werden normalerweise die Innenkugel nur von quadratischen senkrechten Pyramiden brauchen. Sie haben also folgende Situation. Sie haben eine Pyramide. Die Grundfläche ist ein Quadrat. Also sieht es in etwa so aus. Nehmen wir mal an, das sind die Punkte A, B, C, D und die Spitze nennen wir S. Die Innenkugel ist also eine Kugel, die im Inneren der Pyramide liegt und eben alle fünf Flächen, also alle vier Seitenfläche und die Bodenfläche, berührt. Das heißt, der Mittelpunkt dieser Innenkugel muss von allen Flächen den gleichen Abstand haben. Jetzt, die Vorgehensweise ist in der Theorie sehr einfach. Das heißt, ich mache Folgendes. Ich bestimme als erstes den Mittelpunkt vom Quadrat. Den nenne ich in diesem Fall L. Er heißt nicht immer so. Das heißt, zuerst bestimme ich L, den Quadratmittelpunkt. Dann stelle ich die Gerade auf, die von L zu S zeigt, weil dadurch, dass der Mittelpunkt der Innenkugel, den nenne ich M, auf dieser Geraden liegt, kann ich die Gerade in Punktform umschreiben. Also statt Gerade schreibe ich es einfach in Punktform mit Parameter drin. Falls Sie nicht mehr wissen, wie das ist, sehen Sie das in Rechenbeispielen. Und damit habe ich den Mittelpunkt der Innenkugel in Abhängigkeit vom Parameter. Und als letzte große Idee stelle ich jetzt einfach den Abstand von M zu irgendeiner Seitenfläche auf. Ist egal, welche Seitenfläche. Und setze es gleich dem Abstand von M zur Bodenfläche. Wichtig, Sie dürfen keinesfalls den Abstand von zwei Seitenflächen nehmen, weil sonst kommt ein Scheiß raus, sonst kommt nichts raus, nichts Vernünftiges. Sie müssen also unbedingt die Bodenfläche nehmen und die Seitenfläche. Und Abstand Punkt Fläche bestimme ich über HNF, Hesse-Normalform. Das heißt, Sie müssen jetzt hier zwei Ebenengleichungen aufstellen, also die Koordinatengleichung, die Koordinatengleichung von einer Seitenfläche, die Koordinatengleichung von der Bodenfläche. Über Hesse-Normalform bestimmen Sie den Abstand vom Mittelpunkt, welcher einen Parameter enthält, zu dieser Seitenfläche, setzen beides gleich und erhalten eine Gleichung, die Sie nach t auflösen. Also, wie gesagt, von der Theorie her sind es nur drei, vier, fünf Schritte, je nachdem, wie man es aufteilt. Von der Rechnung wird es aber ziemlich lang. Also kriegen Sie mal keinen Schrecken, wenn Sie sehen, wie lang die Beispielfilme sind. Die werden wohl so 15 bis 25 Minuten lang werden. Weil eben in der Praxis rechnet man mit ziemlich vielen Parametern ziemlich wild rum und naja. Also, soweit die Theorie, die sollten Sie wissen. Und in der Praxis sehen Sie jetzt gleich, wie es geht.